Ja, hallo liebe Freunde von Milburg News, hier sind wir wieder zu zweit. Hallo Vanessa. Hallo Massimo. Nein, sie ist nicht so viel größer als ich. Sie, auf gut Deutsch gesagt, sie bescheißt. Und ihr wisst gar nicht, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer das für Aladdin ist, ja, uns da uns richtig ja zu positionieren, damit wir wenigstens ein wenig gleich aussehen. Aber sie meinte, sie möchte einfach mal größer sein als ich und dann lassen sie mir. Also, sie ist auf jeden Fall hübscher als ich, das gebe ich zu. Aber größer, naja. Okay, wolltest du noch was sagen? Nein, sie wollte nichts mehr sagen. Wir legen los mit den Mühlbeug News und zwar heute zu zweit. Darfst anfangen, komm. Ich hab dich auch vermisst. Es ist auch schön, wieder da zu sein. Weiß ich doch alles. Starten wir wirklich? Jo, leg los, komm. Nee, mach du. Okay, also, 11.11. Faschingsbeginn, jawohl für alle, aber wir haben ein etwas anderes Event für euch und zwar im Jumper. 11.11. ab 21 Uhr wird Adrian mit etwas sehr kulturellen Musikklängen mit der Gitarre da auftreten. Aber eine super Musik, ein bisschen mal was anderes, aber ganz toll. Danach ab 23 Uhr bis, keine Ahnung, DJ Fantastico und Jenny Fröhlich mit, wie immer, 80er, 90er und natürlich deutscher Schlager. Also verpasst es nicht, am 11.11. in den Jumper zu kommen. Ja, alle Jahre wieder der Flohmarkt, yes, des Bürgervereins Mühlburg, in der Karl-Benz-Halle, wie immer, dieses Jahr am 11.11. Wieder 11.11. Von 8.30 Uhr bis 15 Uhr. Genau. Kommt fleißig vorbei. Also ab 8 Uhr ist Aufbau, könnt ihr kommen. 8.30 Uhr geht der Verkauf los und für euer leibliches Wohl ist natürlich wie immer bestens gesorgt durch uns. Ja. Und? Ja, Hobbythek. 35. dieses Jahr. 35 Jahre Hobbythek. Natürlich waren wir zwei nicht von Anfang an dabei. Aber das macht gar nichts. Ich bin immerhin jetzt schon seit 20 Jahren dabei. Muss man sich mal echt vorstellen. Ich bin immerhin seit 20 Jahren auf der Welt. Also fast knapp daneben. Also 35. Hobbythek, 18. Ja. und 19.11. Jeweils immer von 10 bis 18 Uhr. Ja, da gibt's. Wir haben dieses Jahr 53 Aussteller. 53 Aussteller und wir haben einen ganz, ganz tollen Menschen. Wir sagen so ein Paar, die bringen euch den Keltenschmuck von den Kelten. Ja, also ihr müsst reinkommen, ihr schaut's euch an. Dann haben wir Fit In, die da mitmachen, da könnt ihr Sport treiben. Wir haben Kinderschminken, wir haben ganz, Weihnachtsartikel ganz und wir haben Jenny Fröhlich. Wir haben Jenny Fröhlich. Ja, die kommt und wird uns etwas für die Ohren geben. Und natürlich Hagen mit seinem Löwentanz. Also Leute, wenn ihr das verpasst, seid ihr selber schuld. So. Gas geben. Wir gehen weiter zu einer sehr, sehr nötigen Aktion, nämlich der Winteraktion. Winterjackenaktion im XL-Furore. Ich war heute mit meiner Übergangsjacke draußen und es sieht so aus, als müsste ich der lieben Ute demnächst einen Besuch abstatten. Genau. Es wird kalt. XL Furore in der Rheinstraße, geht sie besuchen, sagt einen schönen Gruß von Massimo und ihr bekommt Prozente. Habe ich zwar nicht mit ihr ausgemacht, aber ich weiß, sie tut es. Also, geht ins XL Furore, sagt einen Gruß von Massimo und ihr kriegt Prozente. Glaubt's mir, ihr bekommt die Prozente. So, und hab ich das vermisst. Weiter geht's. Aktion Weihnachtstüte. Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Oh, wir sind schon fast in der Weihnachtszeit angelangt. Ja. Damit sich auch bedürftige, Notleidende und Einsame über ein Geschenk freuen können, startet das Diakonische Werk, der Caritasverband und das Stadtmarketing Karlsruhe wieder ihre gemeinsame jährliche Aktion Weihnachtstüte. Wir laden, also dieser Verbund lädt daher am 10. November 2017 um 11 Uhr herzlich zu einem kleinen Empfang im Modehaus Schöpf am Marktplatz ein. Super. Ja, dann Dachslander Grundschüler vergeben Kinderhörspielpreis. Noch wird nichts verraten, aber die Entscheidung ist gefallen aus 8 Hörspielen von ARD. Deutschlandradio wählte eine Jury aus Viertklässlern der Grundschule Dachsland ihren Favoriten für den mit 2000 Euro dotierten Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe. Ja, finde ich ganz tolle Sache. So kann man die Jugend auch
dazu bringen, etwas zu tun. Weiter geht's. Dann haben wir das Stadtbauforum zum Freiraumentwicklungsplan Karlsruhe 2017. Da schreibst du ja auch immer solche komplizierten Namen auf. Freiraumentwicklungsplan. Okay, weiter. Ich versuch's nochmal. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Okay. Dem Freiraumentwicklungsplan Karlsruhe 2017 widmet sich das nächste Stadtbauforum am Donnerstag, den 9. November ab 20 Uhr im Stephanssaal. Ständehausstraße 4. Der Freiraumentwicklungsplan konkretisiert Aspekte des räumlichen Leitbildes für das Karlsruher Stadtgrün. Er beschreibt strategische Ziele, die richtungsweisend für die künftige Entwicklung des Stadtgrüns sein sollen. Und das, obwohl die Schrift verdammt klein ist, ne? Ja, aber Hochwasser und Gefahren kommen auch noch dazu, und zwar Gewässerschauer an der Alb. Das Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe führt am 8. und 15. November eine Gewässerschau entlang der Alb durch. Es geht um die Entdeckung möglicher Probleme und Gefahren wie Komposthaufen an der Alb, mögliche Probleme wie Gefahren, Holzstapel oder die Lagerung von wassergefährdeten Stoffen in der Nähe eines Gewässers. Naja. Was suchst du dir auch immer so komplizierte Themen aus? Das habe ich nicht gewollt. Zudem sollen Hochwasserrisiken für Anwohner vermieden und die ökologischen Funktionen des Gewässers erhalten werden. Meine Nerven. Auch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind natürlich eingeladen, dabei zu sein am 8. November. Treffpunkt ist um 9 Uhr die Gemarkungsgrenze zu Ettlingen. Hey, Ettlingen, hoi. Jetzt bin ich raus. Ettlingen unter der Bundesautobahn A5. Und um 13 Uhr unter der Stadtbahnbrücke bei der Schwarzwaldhalle. Straße. Mein lieber Mann. Okay, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Guck mal, das ist was mit Autos. Da kennst du dich aus. Bürgermeisterflotte, das darfst du lesen, sonst kommt bei mir wieder was anderes raus. In der vergangenen Woche ist die neue Bürgermeisterflotte offiziell in Betrieb gegangen. Das berichtet die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Damit soll der CO2-Ausstoß reduziert werden. Die Karlsruher Stadtverwaltung setzt in den vergangenen Jahren konsequent auf umweltfreundliche Antriebe, auch bei den Dienstfahrzeugen des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Benzinangetriebene Fahrzeuge wurden zunächst durch erdgasangetriebene und emissionsarme Euro 6 Dieselfahrzeuge ersetzt. Und nun hat die Stadtverwaltung vollständig auf umweltfreundliche, geräusch- und emissionsarme Plug-in-Hybrid- und E-Fahrzeuge umgestellt. Genau, das heißt, wenn ihr über die Straße geht, hört genau hin, weil ihr hört nämlich nichts und dann werdet ihr ganz schneller überfahren, also aufpassen. Von dem Oberbürgermeister. Ja, also aufpassen. Lieber Herr Dr. Frank Mentrup, aufpassen, man hört sie nicht mehr. Katzenkaffee, ja, das ist Thema A, Vanessa. Katzenkaffee, ja. Es gibt ein Katzenkaffee. Das erste Karlsruher Katzencafé hat am 1. November seine Eröffnung gefeiert. Ab sofort hat das Cats Café im ersten Obergeschoss der Kaiserpassage täglich geöffnet. 54 Sitzplätze umfasst die 200 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in der Kaiserpassage 16. Von der Fläche nehmen allerdings etwa mehr als die Hälfte die Küche und ein geräumiger Katzenrückzugsort ein. Ja. Genau, also ich finde das eine Diskriminierung für alle Hunde. Tut mir leid, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin dafür, dass man hier in Karlsruhe ein Hundecafé aufmacht. Also, ja, dann leg los. Nichts gegen Katzen, aber, nein, die Idee ist natürlich toll, aber ja, warum auch nicht ein Hundecafé? Naja, gut. Okay, Geburtstage, ja. Wir müssen hier Gas geben. Ja. Geburtstage, Carlo Longo, alles Gute zum Geburtstag. Der liebe Michael Aldinger, alles Gute an dieser Stelle. Liebe Maike, alles Gute zum Geburtstag. Marie König, Marie... Alles Gute zum Geburtstag nochmal. Der liebe Sascha Binot, alles Liebe und Gute an dieser Stelle. Andrea, alles Gute nochmal von den Mühlburg News und einen speziellen Gruß natürlich auch von Aladdin. Also, alles Gute zum Geburtstag, bleib wie du bist. Und die liebe Petra Stutz, alles Liebe und Gute an dieser Stelle. Genau. So, und jetzt kommen wir gleich zum Wurstelwetter. Wurstel, Wurstel, Wurstel und nochmal Wurstel. Von Montag bis Freitag Sonne bis zu 8 Grad. Samstag und Sonntag leichter Regen, aber das macht gar nichts, weil der Flohmarkt des Bürgervereins Mühlburg ist sowieso in der Karl-Benz-Halle. Das heißt, ihr habt überhaupt keine Ausrede, nicht zu kommen. Nein, ihr müsst euch nur die Füße abtreten, bevor ihr... Okay. Versuch hier Werbung zu machen. Ist doch okay. So, dann habe ich jetzt was für Insider. Es tut mir leid, aber ich möchte mich wirklich recht herzlich für die tollen Tage
bedanken, die Beate und ich gehabt haben. Einen besonderen Gruß von Beate an Gege und natürlich auch von mir. Und nochmals vielen, vielen Dank für diese tollen 3 Tage. Vielen, vielen Dank. Seht ihr, wie erholt er aussieht? Ja. So, und dann habe ich aber noch ganz schnell was, und zwar den Flyer habe ich hier in der Hand. Und zwar: der Orgelclub Karlsruhe e.V. wird 50 Jahre. Ich habe versprochen, dass ich dafür Werbung mache. Also am Freitag 10.11. von 12 bis 17 Uhr und am Samstag 11.11. von 10 bis 16 Uhr. Nein, 11.11. kommt ihr auf den Flohmarkt. Vergiss den 11.11., vergiss ihn. 10.11. von 12 bis 17 Uhr, da dürft ihr in die Gaststätte Südstadt in der Ettlinger Straße kommen und da könnt ihr mal ein paar tolle Orgeln sehen und andere Musikinstrumente. Also 50 Jahre Orgelclub Karlsruhe e.V. Ganz wichtig, habe ich gelernt. Ja. Okay, das war's für heute. Wir hatten hier eine ernstere Sendung heute. Es tut mir leid, ich möchte mich... Vor allen Dingen, mein Schuhproblem war unglaublich ernst, dass wir das diskutieren mussten. Genau, und Aladin hat jetzt hier zu arbeiten, aber richtig zu arbeiten. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Gut, und ich wünsche euch eine tolle Woche. Sage tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Gebe das letzte Wort an die Vanessa. Möchte aber noch eins sagen: das Original sind wir. Wir sehen uns nächste Woche wieder, versprochen. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.